So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich nehme direkt hinten dran auf. Dann habe ich nämlich, wenn ich mit der Folge durch bin, habe ich... Oh, hier ist eine Quest. Habe ich nicht gesehen vorhin. Okay. Ja. Achso. Das war die Kanonenquest. So. Da müsste ich eigentlich verticken können. Brauchen wir nicht. Was ist denn hier mit 326? Das ist eine. Oh ja, mit Säureschaden drauf. Aber wir haben aber Giftschaden. Fuck. Wir haben Giftschaden. Ne, Säureschaden. Dann nehmen wir die doch mal glatt. Was geht uns da für flöten? Elementarwiderstand. Aber egal. Gar nicht lange schnacken. Kopf in den Nacken. 315. Nö. Dann können wir sowieso nicht, weil Geist erforderlich. Das interessiert mich nicht. Nicht wirklich. Nein. Das gelbe Zeug können wir meistens eh nicht gebrauchen. 28% weniger Inventarwiderstand, 15%. Aber nur 184 Rüstung. So. Wir müssen jetzt auch Level 40 geworden sein. Der Schaden hat sich aber deutlich erhöht dadurch. Gute Frage. Ah, der Giftschaden, der uns flöten geht. Geist, Zaubergeschwindigkeit ist eigentlich relativ uninteressant. Aber plus 2 auf Schattenschlag ist natürlich nice. Aber für 10 Punkte mehr Rüstung. Was passiert denn, wenn ich den anlege? Also wir haben mehr Schaden. Wir haben ein bisschen mehr Leben. Ach komm. Kann weg. 12% Elementarwiderstand plus 2 interessiert mich nicht. Nee. Was ist hiermit? Nee. Nee. Okay. Achso, ja, halt die Fresse. Nee, die kann weg. Nein, kann auch weg. Die kann auch weg. Weiß ich nicht, möchte ich erstmal behalten. Das Ding kann weg. So. Hier war doch noch das. So, dann können wir hier wieder einen Punkt in Konstitution setzen, weil Leben ist wichtig. So, dann können wir auf jeden Fall... Ach komm, hier, oder? War das jetzt Blödsinn, was ich gemacht habe? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Was ist das denn? So. Da haben wir jetzt einen reingesetzt und erstmal zwei hier rein. So.
Rennen. Wir haben ja noch einen Devotionspunkt. Wo waren wir denn gerade dabei? Ja. Ah, wir haben noch irgendwie Elend, waren wir doch dabei, ne? Aktiv, genau, hier waren wir dabei. So, dann haben wir das auch. So, und jetzt möchte ich nochmal einfach mal just for fun, damit wir es mal gesehen haben in dieser Folge. Mal gucken, wie gut wir das überleben oder machen wir das nicht. Ach nee, komm, ich halte das eigentlich für Blödsinn. Eigentlich halte ich das für Blödsinn. Um das mal vorsichtig zu formulieren, kommen wir ja inzwischen schon durch. Ich glaube nicht. Nee, das machen wir nicht mehr. Nicht mehr in dieser Folge. Vielleicht mal in einer anderen, aber... Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, vertane Liebesmühe. Ich hatte jetzt überlegt, da nochmal zurück zu porten, um den Schlüssel zu verwenden, um da einfach mal reinzuschauen. Aber ich glaube, das macht echt noch keinen Sinn. Weil wir sind vom Level her auch so, dass es nichts Besonderes geben wird an Loot. Darf man dabei auch nicht vergessen. Die Folge geht ja nur eine Viertelstunde. Ach Quatsch, komm. Denn selbst wenn wir da irgendwie weiterkommen würden, ach Schnauze. Das macht keinen Sinn. Und die letzte war ja schon 20 Minuten lang. Also von daher, ach, halt die Schnauze. So, da hat's geplinkert. Dann habe ich nämlich auch hier schon die Folgen für nächste Woche. Die Last Epoch-Folgen habe ich schon. Wer gestern in meinen Stream geguckt hat, hat gesehen, dass ich im Prinzip mit dem Teil der Story, den man aktuell sehen kann, auch schon durch bin. Also, ja, der Story-Teil ist fertig. Ist ja immer noch eine Beta, das heißt, die Story ist noch nicht vollständig. Von daher... Hallo, Freunde. Was denn? Achso. Hier stehen Kumpels von uns. Gucken wir hier mal. Ich weiß nicht mehr, wo der blöde Bauernhof ist. Ich weiß das nicht mehr, Freunde. Hallo. Aber gut, ja, ich werde auch heute Abend nochmal, weil heute Abend ist erst Podcast-Aufnahme und im Anschluss werde ich dann noch ein bisschen streamen und zwar Last Epoch, da sind wir jetzt ja sozusagen im Anführungsstrichen im Endgame. Da wollte ich heute Abend noch vielleicht eine Stunde oder so, anderthalb, noch ein bisschen rumtüdeln. Habe ich ein bisschen Bock drauf. Habe ich gestern Abend auch gemacht, nachdem ich mit der lieben Q-Egg den zweiten, also die zweite Hälfte von dem, ach wie hieß das Game noch, dem Nachfolger von Man of Medan, so ein Horror, Scare Jumps, ja, war witzig, zu zweit macht sowas immer Spaß, finde ich, von daher war das okay. Den dritten Teil, wenn er jetzt im Oktober soll er kommen, werden wir wohl auch spielen, denke ich mal. Hallöchen. Da ist ein Schrein, den holen wir uns in dieser Folge noch. Wenn wir noch irgendwelche Quests nebenbei erledigen können, ist gut.
Dann soll es das aber auch für diese Woche gewesen sein. Opfern. Nur gelbes Zeus. Devotion. Wo war denn jetzt hier Elend? Ich war doch gerade eben. Da war das. Ja. So, was gab es hier nochmal? Ja, Säureschaden, alles klar. Und ansonsten ist das hier alles nicht so prickelnd. Nein. Schnauze. Ja, mal, wieso? Ach, muss ich ja wirklich hoch. Ist das dein Ernst? Offensichtlich. So. Hallo, Freunde. Wo fahren nur dieser blöde Bauernhof, ey? Fände ich ja nie wieder. Muss ich beim nächsten Mal vorgoogeln. Vielleicht habe ich da oben doch irgendwas verpasst. Ich glaube es zwar nicht, aber... Ups, falsche Taste. Hörst du auf? So, was haben wir hier unten noch Schönes? Ja, die letzten Folgen sind wir echt relativ häufig gestorben. Speziell das eine Mal war im Prinzip mal wieder komplett überflüssig. Mit einer halbwegs vernünftigen taktischen Herangehensweise wäre das kein Thema gewesen. Ilaras Tagebuch? Keine Ahnung. Okay, bla. Was ist denn hier los? Friede, ja, ist okay. Wie geht die Reise voran? Reisen? Es ist eine gefährliche Welt. Das ist sie leider. Normalerweise wären wir jetzt weitergezogen, aber man kann nicht mehr sicher reisen. Zumindest versorgt das Land unsere Kunden. Ja, super. Das war sehr effektiv, sehr informativ vor allen Dingen. Also mal leicht für den Arsch hier. Mal vorsichtig zu formulieren. Da komme ich nicht lang. Nein. Da ist ein Portal. Das ist gut. Alle Freunde, könnt ihr das mal lassen? Ich habe darum gebeten, das zu lassen, okay? Du übrigens auch. So, das war das. So, dann holen wir uns mal eben das Portal. Und dann soll es das auch für diese Woche gewesen sein. Kann auch sein, dass diese Folge Montag kommt. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher gerade. Ist aber auch egal, ihr Lieben. Wie gesagt, das soll es für diese Folge und diese Aufnahmerunde gewesen sein.
Ich gucke hier gerade noch mal ein bisschen um mich herum, aber hier ist nichts weiter. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.